Hi, liebe Freunde, willkommen zurück in Season 8 zum Kriegsvideo. Gleich zu Beginn, ich muss mal was korrigieren. Ich habe gesagt, dass am Sonntag das letzte Kriegsvideo der Saison kommen wird. Stimmt so natürlich nicht. Das ist der vorletzte Krieg. Der letzte Krieg, den lade ich euch am Mittwoch hoch, zusammen mit der Season-Belohnung, die wir genommen haben. Und natürlich mit dem damit verbundenen Opening. Wir starten hier. Gegen Doc Ock. Ist jetzt kein Problem. 4 Sterne ist recht schnell weggehauen. Der Kampf lief auch relativ federfrei. Was nicht so gut lief, ist der ganze andere Rest. Es ist der erste Krieg überhaupt, in dem ich wirklich alle 15 Items aufgebraucht habe, die mir frei zur Verfügung stehen. Habe ich so noch nicht erlebt. War eine ganz schön teure Kiste diesmal. Aber seht selbst, wie es weitergeht. Wir springen hier auf Weg 9. Missionserfüllung sozusagen. Und kämpfen hier gegen einen nicht erweckten 5-Sterne-Champion. Void. Der Kampf war so miserabel. Ich wollte es gar nicht selber glauben, aber bis hierhin ist noch alles gut. Wir haben den ersten Debuff drauf, jetzt kommt der zweite. Hier ist mir das Ausweichen misslungen, weil ich total verpeilt habe, ne, dass Void auch das Ausweichen zu einem gewissen Prozentsatz reduzieren kann. Demzufolge hat die erste Superkraft natürlich fast vollumfänglich gesessen. War überhaupt nicht schön. Dachte mir in dem Moment noch, okay, gut, brauchst ihn ja nicht mehr lange. Wird schon gut gehen. Hier nehmen wir den nächsten Technologie-Champion mit. Ich hatte auf was Iron Man-mäßiges gehofft. Das ist eine erweckte Drohne, Ultron-Drohne. Die kann ausweichen. Da hatte ich dann noch die Hoffnung, na, jetzt wird's was. Allerdings ist er nicht ausgewichen. Ja, immer dann, wenn man es braucht, passiert es nicht. Gut. Halb so wild. Mal wieder am Forschungsgegner, diesmal auf dem Blutknoten. Ich habe mit dem OGS beide gerechnet. Hier sehe ich allerdings die anhaltenden Ladungen. Es können jetzt also nur 2 Champions sein. Sentry oder MODOK. Es ist dann MODOK geworden. Gut, wir können uns durch einen Autoblock noch eine Ladung holen. Leider fressen wir gleich zu Beginn einen schweren Angriff. Das Ausweichen klappt relativ gut. Auch hier. Und hier ebenfalls. Also der Kampf als solches, der ist recht gut gestartet. Hier hole ich mir dann meine Ladung ab. Wieder ausweichen und wieder ran. Hier habe ich auf den Block geschlagen. Das war dann nicht mehr so toll. Fresse das Ende der ersten Superkraft. Und renne natürlich in die nächste rein. Verdammt. Zum Ende hin zu ungeduldig. Strafe folgt natürlich prompt. MODOK gefressen. Seit langem mal wieder also auf dem Weg gescheitert. Kill mitgenommen. MODOK ist jetzt einer der Champions, die ich eigentlich relativ gut beherrsche. Ich habe keinen Plan, warum das hier so überhaupt nicht funktioniert hat. Hier in diesem Krieg. Aber okay, ne? Ab und zu muss man ja auch mal hinnehmen, dass man Scheiße macht. Ich bin nicht frei von Fehlern. Meine Güte, das passiert. Das ist nicht schön, überhaupt nicht. Der Kill hat mich sehr geärgert. Und hier beenden wir es dann relativ zeitig. Nochmal zur Sicherheit erste Superkraft umgehen und dann ist das Thema durch. Also nur wenige Schläge haben tatsächlich gefehlt. Das macht es echt umso ärgerlicher. Aber gut. Recht früh am Nachmittag, war gerade noch mit einer Let's Play-Aufnahme beschäftigt. Ihr seht den Timer, 5,5 Stunden sind noch. Kriegte ich dann die Nachricht, Mensch, also du kannst dann jetzt mal so langsam beenden. Gewundert, wollen Sie mich jetzt verarschen oder was? Erst zum Abend damit gerechnet, aber hey, okay. Je früher, je besser, umso entspannter kann mein Nachmittag dann auch werden.
Der Debuff-immune Miniboss ist hier eine erweckte Quake. Ich mache Boosts an. Wie ihr seht, mystische Boosts. Das lässt jetzt wieder darauf schließen, was dann hier gleich zum Ende hin noch passieren werden wird. Das Zuschalten der Boost. Ich hätte gerne noch einen Unzerstörbarkeits- und Unverwundbarkeitsboost angemacht, nur leider habe ich keine mehr. Ich habe mich dann für den Kraftboost entschieden. Ist jetzt hier an dem Minibus prinzipiell erstmal nicht verkehrt. Allerdings am Boss, wie ich gemerkt habe, jetzt nicht ganz so sinnvoll einsetzbar. Zumindest nicht mit Symbiote Supreme. Gucken wir uns allerdings erstmal den Kampf an. Zwei ihrer Ladungen habe ich schon. War ich ein bisschen früh dran mit der zweiten Superkraft. Glücklicherweise bin ich hier nicht ins Betäuben gefallen. Erste Superkraft umgehen, draufhauen, Thema ist durch. Also ich finde die nicht schwer, überhaupt nicht. Klar, sie nimmt einen ganz schön TP weg. Gerade wenn sie nur ein bisschen den Schweren lädt. Ihr habt gesehen, dass, was das bisschen gefressen hat, das sie gemacht hat. Aber ja, Mensch, meine Güte, letzter Einsatz von Corvus. Jetzt geht es hier wieder gegen einen Quark. Ich konnte ja den Hals beim letzten Mal nicht voll genug kriegen. Ich laufe hier gleich zu Beginn in einen schweren Angriff. Und dann geht es los. Ich habe euch versprochen, sobald Symbiote Supreme auf Rang 2 aufgewertet ist, hole ich definitiv Punkte. Vielleicht nicht unbedingt beim ersten, aber spätestens beim zweiten Mal. Ihr werdet das Ende, den Ausgang hier schon noch früh genug erfahren. Ich achte hier diesmal auch ein bisschen mehr auf die Gesteinsladung, auf die Schilder entsprechend. Und insbesondere auf den Kraftbalken. Ne? Hier holen wir die erste Superkraft. Hauen ein paar Mal drauf. Und zünden dann jetzt die dritte Superkraft, um das, was da ist, auszulöschen. Der Schaden selbst lässt doch sehr zu wünschen übrig, wie ich finde. Ich muss mir da mal ein bisschen was einfallen lassen, wie das am ehesten, am besten geht. Der Luxus, den Symbiote Supreme uns hier am Quark bietet, ist, dass er einfach keinen Dornenschaden nimmt, weswegen er auch einfach die erste Wahl ist, mit der ich kämpfe. Und wenn wir uns anschauen, dass er hier auf Non-Crits gerade mal ein bisschen über 700 Schaden macht, gibt bessere. Sicherlich. War ich überrascht, dass ich ihn gekriegt habe mit dem Intercept. Darum dieser kleine Versatz. Ladungen sind hier gerade nicht aktiv. Das ärgert mich ein bisschen. Jetzt ziehen wir die zweite Superkraft in der Hoffnung, dass er noch einen kriegt. Hier hat er eine Energieresistenz. Darum zünden wir jetzt erst die dritte Superkraft. Und bei einer Minute 10 nur 23 TP gezogen zu haben, lässt darauf schließen, dass es wieder auf ein Timeout hinausläuft. Wenn wir keine große Scheiße bauen. Das Auslöschen funktioniert. Also wir nehmen trotz allem noch ein Maximum am Schaden mit. Der Korb wird also nicht weiter geboostet durch den Knoten dadurch. Das macht es halt zusätzlich angenehm, aber es bringt halt nicht so sehr viel. Ich wollte mal was Neues probieren. Wir werden auch gleich sehen, was wir hier probieren. Oder war das erst im nächsten Kampf? Ich glaube, das ist erst im nächsten Kampf. Ja, müsste im nächsten Kampf sein. Der erste lief hier nur mit dritter Superkraft ab. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und dachte mir, wir können das mal ein bisschen auf einer anderen Art und Weise probieren. Mal sehen, was uns da Schönes dann letzten Endes so an Schadenspotenzial erwartet. So, wir haben nach dem Kampf noch 59% TP vom Quark stehen. Das ist an sich relativ gut. Relativ. Ich habe sehr die Hoffnung, dass Symbiote Supreme auf Rang 2 so sehr viel mehr Schaden macht, dass es dann endlich bis zum Ende hin reicht. Dass wir nicht nur ein bisschen über 150.000 Schaden über die gesamten 3 Minuten, sondern die kompletten 360.000 machen können.
oder 340 oder was auch immer das sind. Gehen ja gleich in den nächsten Kampf. Diesmal war ich so schlau, im Gegensatz zum letzten Mal, das letzte bisschen an Serien zu benutzen, das ich habe. Und damit habe ich dann auch wirklich alle möglichen verfügbaren Items aufgebraucht. Hier bin ich blöderweise reingerannt. War ich nicht schnell genug, ihn zu kriegen. Dafür jetzt aber. Hey, 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 hey. Erste Superkraft wieder schön ausweichen. Weiter im Text. Ziel ist jetzt, zu Beginn des Kampfes, dritte Superkraft voll zu kriegen und wirklich alles auslöschen, was da ist. Pustekuchen. Die Gelegenheit war besser dafür, eine zweite Superkraft. Hat jetzt nicht so sehr viel Schaden gemacht, wie ich finde. Ziehen wir noch die zweite. Dann geht's wieder von vorne los. Jetzt bin ich im richtigen Modus drin. Den wollte ich haben. Hier kriege ich ihn. Und Achtung, Kraftraub. Kraftraub ist was Schönes, denn das ermöglicht uns, direkt hintereinander mehrere Superkräfte zu zünden, die auch ein bisschen mehr Schaden machen. Und der Fauxpas, der gleich passiert, ist echt nicht schön. Ziehen, dritte Superkraft. Soweit ist noch alles gut. Im Prinzip ist diesmal auch wirklich genug Zeit. Also es ist, ja, es ist eng, aber es ist durchaus machbar, wenn ich mich zusammennehme. Wir ziehen dann hier noch eine zweite Superkraft. 36% hat der Kollege noch. Es ist uns hier gelungen, die zu ziehen. Also ran an den Mann. Erste Superkraft ausweichen und wieder voran. Dritte Superkraft ist wieder aktiv. Das Ganze frisst unglaublich viel Zeit, diese dritte Superkraft, aber wenn wir so einen Kraftschub kriegen, dann sollen wir ihn auch nutzen. Jetzt reicht es von der Zeit schon mal nicht mehr so schön. Hier weiche ich mal einem Heavy aus, zu langsam mit dem Heavy Intercept. Wir fressen eine erste Superkraft, damit ist der Kampf beendet. Ganz grober Fehler, ganz grober Timing-Fehler. Fast wie ein Anfänger und ich dachte mir, muss das sein? Hätte das aber nicht einfach mal anders laufen können? 111.000 TP sind es noch. Das hätte noch deutlich weniger sein können, aber nein. Hat nicht gereicht. Zu dumm. Ich ersetze dann hier die Boosts, einfach weil es ein Quark ist. Na, also alles andere, Medusa oder Tamtam, bla bla, hätte ich mir jetzt wahrscheinlich gespart. Aber weil es ein Quark ist und ich wirklich auf Nummer sicher gehen wollte, den letzten möglichen Angriffsbonus mitzunehmen, der viel, viel wert war in diesem Krieg, haben wir es einfach so gemacht. So, wir prügeln munter fröhlich drauf rum. Wie ihr seht, ist mir das herzlich egal, wie ich ihn kriege, ob mit dem Leichten zu Beginn oder mit dem Medium, die 2000 Schaden, die ich halt kriege. Ja, Mensch. Lass mich in Ruhe, leck mich. Wird schon bis zum Ende hin reichen. Ja? Müssen halt nur fehlerfrei spielen, das machen wir hier auch. Erste Superkraft ziehen, Gesteinsschild ist gerade dann aktiv, wenn ich natürlich mit dem Medium wieder anscharwenzelt komme, okay. Diesmal war ich klüger, allerdings mit dem Ausweichen so meine Probleme gehabt. Drei kinetische sind drauf. Ich hoffe noch einen zu kriegen, jetzt wo das eine abgelaufen ist. Die ist aber nicht so. Jetzt sind es wieder drei. Und gerade so mit drei aktiven fenster ich jetzt eine dritte Superkraft rein. Und der Unterschied zu Symbiote Supremes, dritter Superkraft, zu der vom Cap, ist einfach das Schadenspotenzial. Ist so unglaublich viel höher als beim Symbionten, aber gut, was soll's. Weichen wir nochmal erst eine Superkraft aus, schlagen hier drauf. Der Plan ist, dadurch, dass die zweite Superkraft Energieschaden macht, die jetzt als nächstes reinzuzimmern. Denn die wird auf jeden Fall definitiv den Kampf beenden. Ob da Gescheinsrüstung aktiv ist oder nicht, ist relativ egal, habe ich mir gedacht. Pustekuchen. Und zum Ende hin, das letzte Prozent. Einen Schlag haben wir dann doch geschafft und damit einen Bonus mitgenommen. Zumindest zu einem kleinen Teil habe ich das Versprechen vom letzten Mal eingehalten, dass ich beim nächsten Quark-Boss
zumindest einen Bonus mitnehmen werde. Der Krieg war unglaublich knapp. Unglaublich guter Gegner. Wir haben gewonnen. 144.630 zu 144.740 sind 110 Punkte Differenz. War wirklich sehr eng, sehr, sehr eng. Es ist zum einen ein bisschen der Verteidigervielfalt geschuldet, die ist aber relativ dicht beieinander. Unser deutlich größerer, naja, so sehr viel deutlich größer ist er nicht, aber unser Angriffsbonus, der halt größer ist, der hat es dann letzten Endes auch wieder rausgerissen. Und damit haben wir gewonnen und damit starten wir quasi in den nächsten Krieg und das werden wir uns am Sonntagabend gemeinsam anschauen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, danke fürs Zuschauen, macht's gut, Freunde, bis bald.